Herzlich willkommen zu diesem DD-Klassenguide in Throne and Liberty. Ich zeige euch heute in diesem Video, was es auf sich hat mit der Waffenkombination Armbrust als Hauptwaffe und Dolche als Nebenwaffe. Der Fokus liegt hier in diesem Video auf PvE-AOE-Grinding und dementsprechend legen wir los. Also meine Lieben, ich habe hier gerade einen 18 Stunden Stream hinter mir und dachte mir, das muss ich jetzt erstmal aufnehmen und euch kundtun. Ich möchte meine Erfahrung mit euch teilen. Ich habe jetzt meinen dritten Charakter in Korea, also auf den koreanischen Throne and Liberty Servern, hochgezogen. Ich will eigentlich den Tank fokussieren, weil ich schon eigentlich einen Heiler, einen DD und jetzt einen Tank aufbauen wollte, um zu gucken, was die so können. Ich habe das Ganze mit einem Zuschauer von mir angefangen, mit dem Tolga. Der liebe Tolga hat sich jetzt für Armbrust-Dolch entschieden, weil das so der beliebteste Build gerade überhaupt ist. Es gab davor auch schon Videos, Shorts, wie Leute mit dieser Klasse extrem viel Schaden angerichtet haben. Und ich denke mal, das wird dementsprechend auch für euch am interessantesten sein, weil ich kenne meine Pappenheimer, die gehen immer ganz gerne für den Damage, ne? Also je mehr Damage, desto größer der virtuelle Penis. Und dementsprechend dachte ich, komm Leute, ich nehme euch an die Hand und zeige euch mal, wie ihr dann, wenn es in EU losgeht, erstmal da hochkommt, okay, wie ihr das Ganze angehen könnt. Wichtig ist, bei dieser Fokussierung, also mit PvE-AOE-Grind, seid ihr auch bestens aufgebaut für den Level-Prozess durch den EU-Release, ne? Also da könnt ihr gerne das genau 1:1 so spielen und dann kommt ihr schon irgendwie dahin am Ende, aber gehen wir das Ganze im Detail durch. Jetzt spielt Tolga nun diese Klasse und dementsprechend hat er seine ganzen Ressourcen in diese Skills gesteckt. Deswegen wundert euch nicht, wieso die bei mir alle auf Level 1 sind. Ich habe hier auch ehrlich gesagt nicht mal eine vernünftige Armbrust, nicht mal einen vernünftigen einen Dolch. Ich habe halt hier noch erstmal Full Blue 9 und ich habe noch das Epic Gear muss ich jetzt quasi raussuchen, aber ich wollte halt erstmal Tolga den Gefallen tun und ihm da raushelfen, was er machen soll, denn er war wirklich lost und gemeinsam haben wir innerhalb von 7 oder 8 oder 9 Stunden das Ganze fertig gekocht, nur damit ich euch jetzt mitteilen kann, was wir hier fertig gekocht haben. Und ich weiß, dass die Aufmerksamkeitsspanne von vielen nicht so da ist, deswegen werde ich für die Leute, die eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben, kurz zeigen, was für Skills ich verwende, mit welcher Spezialisierung und dann erkläre ich euch, welche Rotation ich auf der Tastatur smashe, Piano spiele und dann verabschiede ich mich auch von euch. Und für diejenigen, die den Hintergrund dahinter wissen wollen, wieso, weshalb, warum macht er das jetzt so und was ist der Bonus davon oder wieso nimmt er nicht das, wieso nimmt er nicht diese Spezialisierung, das erkläre ich euch danach in einem separaten Part. Also ihr könnt einfach unten in die Zeitstempel gucken und wenn euch das doch interessiert, guckt dann da gerne einfach mal weiter. Also, meine lieben Damen und Herren, es geht los. Was haben wir hier ausgesucht? Was habe ich euch hier rausgekocht? In diesem Guide geht es darum, dass ihr mit dieser Combo sehr gut im PvE, AOE grinden könnt. Ne? Sei es in öffentlichen Dungeons, sei es irgendwie in der Open World, sei es in Closed Dungeons, wo ihr irgendwie schon mal so ein paar Monster vorher töten müsst, bis ihr dann beim Boss angekommen seid und dann euer Quick-Slot ändert, also euer Quick-Slot-Set. Ne? Da kann man ja immer möglichst schnell ändern, auch beim Bossfight. Damit kommt ihr auch sehr gut durch den ganzen Level-Prozess durch. Vielleicht nicht genauso mit dieser Harmonie, aber wenn ihr das ganze Prinzip verstanden habt, dann werdet ihr verstehen, worauf das Ganze abzielt. Und ihr müsst natürlich bedenken, dass wenn ich alles hochleveln würde, hochleveln heißt, dass die Skills quasi nicht nur blau Level 1 bis Level 5 sind, sondern eigentlich lila 5. Also lila 5 ist der höchste Stand August 2024 und das Ganze fängt meistens an bei grün Level 1. Das heißt also, da fehlt noch massig Cooldown Reduction, massig Damage und so weiter und so fort. Also ignoriert jetzt erstmal, dass ich so wenig Schaden mache. Konzentriert euch eher auf das, was ich euch vermitteln möchte. Das Gear verhilft euch dann schon zu mehr Schaden und die Skill-Erhöhung erhöht dann auch euer alles. Schaden, Cooldown Reduction, die Attribute und so weiter und so fort. Gut, Leute. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich hier geskillt habe. Das hier ist meine Skill-Leiste. Ihr seht hier, das ist ein Dolch-Skill, Lightning Infusion. Ich habe hier Selfless Diffusion. Ich habe hier Barrage. Ich habe Stigma. Ich habe eine Frenzied Sword. Ich habe Mana Exchange. Ist eher unnötig. Einfach nur so als Filler draufgepackt. Mother's Nature, ganz wichtig, auf Frost. Wir haben hier Lightning Throw. Wir haben Multishot. Wir haben Quick Fire. Wir haben Cloak. Und wir haben unser Nimble Leap als Dash.
Jetzt fragt ihr euch, was habe ich hier für einen defensiven Q-Skill? Ich habe hier noch Block Blade, aber das ist eher uninteressant, weil die AOE-Monster, ob ihr die blockt oder nicht, ist auch scheißegal. Das sind meine drei Passiven aus dem Dolchbaum. Das heißt Crit-Chance, Crit-Chance, Crit-Damage. Und die fünf Passiven aus dem Armbrustbaum sind Nature Power. Wir haben hier Piercing Strike, wir haben Opportunist, wir haben Corrupt Nail und Ambidexterity. Ja? Schaut euch die Bilder an, die Namen sind natürlich auf Deutsch unterschiedlich, aber schaut euch die Bilder an. Ich kann das leider das nicht auf Deutsch zeigen, ich hätte es auch gerne auf Deutsch gespielt, aber in Korea kann man es nur auf Englisch spielen. Also, dann schauen wir uns einmal noch an, was die Spezialisierung ist. Bei der Spezialisierung geht es dann natürlich um das Endbild. Da ich jetzt euch nur mal fix zeigen will, was ihr braucht, schreibt euch das einfach ab. Die Bilder verraten es euch und das Ganze für die Dolche sieht so aus, schreibt es euch ab. Und wenn ihr eine Erklärung dazu haben wollt, schaut euch den detaillierten Part ab Minute so und so an. Ne? Schaut euch einfach den Zeitstempel an. Da stehen die Zeitstempel unten in diesem Video, in dem Zeitstrahl. Könnt ihr genau sehen. Detaillierter Damage Guide. Okay? Gut, also, was noch vielleicht interessant wäre, sind die Masteries. Aber bei den Masteries möchte ich gar nicht drauf eingehen, denn die Masteries entscheidet man immer nach dem, was man hauptsächlich machen möchte. Möchte man eher PvP machen? Möchte man eher Single Target, Large Scale, eher Supportive, eher Utility, eher Damage-Wise gehen? Möchte man im PvE Single Target AOE gehen? Möchte man Supportive gehen? Was ist die Haupthand, was ist die Nebenhand, denn diese passiven Skills, die ihr hier seht, zählen immer nur für die Haupthand, die ihr in der Haupthand haltet. Also wenn ihr hier unten jetzt Dolche angezeigt habt, dann zählen die passiven Masteries von den Dolchen. Wenn ihr die Armbrüste habt, dann zählen die Mastery-Punkte von der Armbrust. Deswegen muss man da nochmal näher drauf eingehen, kommt auf den jeweiligen Spieler an, ne? Ich schaue jetzt hier für PvE AOE Grinding und ich würde ehrlich gesagt auch nicht für PvE AOE Grinding das Ganze hier setupen, sondern ich würde hier versuchen, auf jeden Fall für Boss Damage zu gehen. Aber das muss jeder selber für sich nochmal entscheiden. Ihr könnt gerne in den Stream kommen auf twitch.tv/wakayashi. Da bin ich regelmäßig live, auch mit Throne and Liberty aus Korea. Da könnt ihr gerne eure Fragen loswerden, wie würde ich was skillen. Ich habe jetzt schon einige Klassenkombinationen getestet, einige Waffenkombinationen und bin auch von einigen schon sehr überzeugt. Aber kommt einfach selber und sagt, ey Wacker, ich will das und das spielen, das ist meine Haupthand, wie würdest du da rangehen? Aber ansonsten ist das auch ziemlich gut selbsterklärend, dieser Part. Der komplizierte Part ist halt der Part, der euch sagt, wie nutze ich welchen Skill und wie harmoniert das Ganze. Okay, also Leute, folgendermaßen geht das Ganze los. Ich habe hier meine 7, die 7 aktiviere ich, das ist mein Mother Nature. Anschließend ist die Skill-Combo folgende. Wir nutzen Lightning Infusion, wir nutzen Selfless Diffusion, dann dashen wir einmal mit Nimble Leap, dann gibt es ein Barrage, nach Barrage gibt es Stigma, nach Stigma aktivieren wir wieder einen Dash, wir haben zwei Aufladungen, danach haben wir Frenzied Sword, das ist unser Q-Skill von Master Yi in League of Legends, Alpha Strike, anschließend nutzen wir, wenn dann noch überhaupt irgendwas leben sollte, ich bezweifle, dass nach Barrage noch irgendetwas lebt, aber falls dann noch etwas leben sollte, killt ihr alles mit Frenzied Sword Dance und wenn dann immer noch was lebt, nutzt ihr euer E, was bei mir Lightning Throw ist, oder mein R, Multishot. Wenn danach immer noch was fehlt, Leute, dann ist das Gebiet, wo ihr gerade seid, einfach falsch für euch und ihr solltet da euch schnäulichst verpissen und irgendwo anders sein, wo ihr spätestens dann alles getötet habt. Falls dann aber noch irgendwelche Single-Monster überleben sollten, habt ihr immer noch Quick Fire, was ihr auch sehr gut hervorragend resetten könnt mit weiteren Nimble Leaps, okay? Also wenn ihr den hier nutzt, könnt ihr anschließend mit Nimble Leap den resetten und dann nochmal nutzen. Das ist ein Single-Target-Skill und der Rest eigentlich sonst nur AOE oder Pre-Buffs, Debuffs. Klo könnt ihr benutzen, wenn ihr irgendwie mal kurz auf Klo müsst oder so und die Monster sollen euch ablassen und ja, das ist alles. Gut, jetzt nervt der Kollege hier, die nerven beide, aber egal, ihr werdet das schon sehen. Also, ich drücke 7, 1, 2, Dash, 3, 4, Dash, 5, E, R und hoffentlich ist dann alles tot. Und wenn nicht, dann mache ich euch kaputt. Also, pass auf, wir pullen beim AOE-Grind erstmal alle Monster an. Da wir Armbrust auf der Mainhand halten, können wir schön die ganzen Monster von überall angreifen. Du kriegst nochmal einen Hit. So, der aggroht mich. Alle laufen mir jetzt hinterher. Oh mein Gott, ich laufe hier weg. Oh mein Gott, der läuft mir. Dann versammelt ihr euch. Dann sucht ihr euch den Gegner aus, den ihr angreifen wollt. Macht eure 1 aktiv. Macht eure 2. Macht einen Dash. Macht Stigma. Macht Barrage, sorry. Nutzt anschließend Stigma. Dann wieder ein Dash. Dann macht ihr einen Alpha-Strike hinterher.
Und wenn dann noch was leben sollte, dann könnt ihr ein bisschen Entfernung nehmen und dann die Monster hier schön one-shotten mit eurem E-Lightning Crow oder Multishot, was auch ein super AOE ist. Wenn dann noch irgendwas leben sollte, ne Leute, dann könnt ihr auch einfach ein ganz easy Q, sorry, ein Quickfire nehmen, into Dash, wieder ein Quickfire, into Dash, wieder Quickfire, ne, wie ich schon gesagt, Nimble Leap, resettet euer Quickfire. Das ist also der hier, der Skill wird resettet von diesem Skill. Und das ist auch schon die ganze Combo. Sehr wahrscheinlich seid ihr viel früher schon fertig. Vermutlich schon nach Barrage, denn das ist der stärkste Skill. Und wenn ihr diese ganzen Pre-Buffs und Debuffs vorher richtig gezündet habt, in der richtigen Reihenfolge, dann explodiert auch alles mit den Passiven, die ich euch da gezeigt habe. Ne? Die Passive sind wichtig. Wir machen das Ganze noch einmal und dann gehen wir in die detaillierte Guide-Übersicht. Also, der Cloak ist jetzt nicht wichtig, alle anderen Skills sind aktiv. Unser Toggle, unsere 7 Mother Nature auf Frost Arrow ist aktiv. Und jetzt geht es los. Wir machen folgendes, wir haben alle angepult, wir suchen uns einen Gegner aus, das ist der hier in dem Fall. Wir aktivieren jetzt Lightning Infusion into Diffusion into Dash into Barrage into Stigma into Dash into Alpha Q, Alpha Strike von Masayi into Lightning Throw into Multishot. Und wenn dann noch was lebt, Quickfire plus weitere Nimble Leaps für Reset. Also, boom, 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 boom. 3 Sekunden hält der Skill ungefähr. Es gibt ein Stigma, es gibt ein Dash, es gibt ein Alpha Strike. Es gibt, wenn Alpha Strike nicht alles getötet hat, können wir uns hier anders positionieren. Nochmal ein E reinschotten oder nochmal ein R reinschotten. Und wenn dann noch R lebt, dann geben wir ihm nochmal so ein Q, beziehungsweise ein Quickfire into Dash. Quickfire into Dash, Quickfire. Und wenn dann immer noch was lebt, wie gesagt, Leute, dann seid ihr falsch. Das ist erstmal alles. Ihr seht, das Ganze ist ziemlich Mana-durstig und deswegen nutzen wir Mana-Exchange immer ganz, wann immer wir Mana brauchen. Wir bekommen, wenn es nicht geskillt ist, relativ wenig Mana zurück. Also das Ganze seht ihr hier. Wir bekommen für 450 Leben 310 Mana zurück. Wir können den Buff-Effekt sogar noch stärken durch die Spezialisierung, aber finde ich unnötig. Also, und wenn ihr das Ganze auf Lila Buch 5 levelt, dann seid ihr auch bei, glaube ich, über 500 Mana, die ihr zurückbekommt. Und das sollte halt auf jeden Fall reichen. Vor allem habt ihr allgemein auch eine sehr gute Mana-Regeneration. Jetzt in der Stadt habt ihr natürlich mehr Mana-Regeneration, außerhalb habt ihr außerhalb der Stadt weniger, aber trotzdem solltet ihr nicht umgehen. Denn beim AOE-Grinden geht es ja darum, dass ihr auch immer recht viel Zeit benötigt, um die Monster überhaupt zu pullen, damit die euch verfolgen. Und bis sie dann an der richtigen Position sind, habt ihr bis dahin genug Zeit verplempert, damit eure Mana recovered ist. Wir befinden uns hier jetzt gerade bei Phonus Basin, ein Gebiet für 50er, also das ist aktuell eines der High-End-Gebiete im Open World. Wir haben hier nochmal zur Demonstration unsere weißen Armbrüste auf Level 0, Level 1, die Dolche sind auf Level 1, blau, die Stats sind komisch verteilt, also man hat alles falsch gemacht, was man hier nur falsch machen kann und trotzdem werden wir jetzt sehen, wie viel Schaden wir ausrichten. Wir greifen hier einen Soldier an, wir greifen noch einen Soldier an. Idealerweise haben wir noch den Soldier, der hier schläft. Das sind jetzt schon 5 Monster. Hauptsächlich wird jetzt unser Barrage Schaden machen, weil unser Barrage ein bisschen überskaliert. Alles andere wird halt jetzt keinen Schaden machen, weil wir einfach nicht das Equipment dafür haben. Die Level 1 plus 0 Armbrüste werden halt komplett an unserem Damage zehren. Deswegen werden alle anderen AOE-Skills nicht so viel ausrichten. Aber das Ganze sieht dann auf jeden Fall so aus, dass wir unser Toggle aktivieren mit Mother's Nature. Wir haben hier unser Lightning Infusion. Wir aktivieren unser Diffusion, dashen rein und dann gibt es einen Rage. Wir markieren nochmal mit Stigma, dashen rein, nutzen unser Alpha Strike. Als nächstes werden wir hier unser Lightning Crow nutzen, unser Schuss. Und falls dann noch was überlebt, können wir das mit Quickfire komplett nochmal finishen. Meine lieben Damen und Herren, die, die wenig Aufmerksamkeitsspanne haben, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß in Throne and Liberty. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Follow da. Würde mich sehr freuen und mich motivieren, auch weitere Klassen hier auf YouTube in Form eines Guides euch vorzustellen. Und für diejenigen, die sich jetzt das Ganze nochmal erklärt haben lassen möchten, bleibt gerne dran. Wir gehen nochmal über die Details. Also, der wichtigste Skill, Leute, ist mein Barrage-Skill. Ne, das ist der stärkste AOE-Skill, den auf die 1. Ja? Gucken wir uns das Ganze mal in K einmal an. Also, neuerdings gibt es die Skill-Spezialisierung in Korea. Die gab es früher nicht. Die gab es in der Open Beta auch nicht. Und deswegen werden sich viele jetzt fragen, hä, was ist denn das? Die Skill-Spezialisierung macht aus diesem clunky
Kampfsystem, super Flexibilität, okay? Also, schauen wir uns einmal an, was wir hier gekocht haben. Barrage ist ein Skill, der erstmal in Grundform wie Lucians Ultimative aussieht. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Kann ich euch mal gerne zeigen. Also, ihr wählt euch einen Gegner und dann könnt ihr hier auf eure 3 drücken und dann sagen Piu, 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 piu. Ne, geradlinig. Genau wie Lucian. Lucian kann auch nur geradlinig schießen. Okay? Der verfolgt also nur bis zum gewissen Winkel und danach geht er einfach weiter gerade. Okay? Also wirklich nur gerade. Durch die Spezialisierung können wir aus diesem Skill erstmal einen 360-Skill machen. Das machen wir durch Annihilation Barrage Shot. Das kostet uns 10 Punkte. Was sind das für Punkte? Mit Level 25 und vorher bei Initialisierung von diesem System mit Level 30 schalten wir diese Skill-Spezialisierung frei. Das werdet ihr aber auch sehen, wenn ihr vor Level 25 oder vor dem entsprechenden Level raufklickt. Ey, du Arsch, du kannst hier erst ab Level so und so reinkommen. Dann kommst du halt dann wieder rein, wenn du dieses Level erreicht hast, ja? Und mit mehr Level schaltest du so auch allgemein mehr Skills frei. Und bei Level 50 hast du die meisten Skills, also alle Skills freigeschaltet, plus alle Punkte, die es gibt. Maximalpunkte für die Spezialisierung sind 100. Ab dem 21. August in Korea kommt das neue Gebiet, eine neue Erweiterung, bevor es überhaupt in der EU erschienen ist. Und das wird auch noch nicht in der EU erscheinen, für euch schon mal. Wird das Max-Level von 50 auf 55 angehoben. Und dadurch könnte natürlich sich noch etwas in diesem System ändern. Das heißt, wir könnten vielleicht noch ein paar Anpassungen bekommen. Wir können neue Skills bekommen. Wir können mehr Punkte bekommen. Dementsprechend berücksichtigt das. Und falls euch das mal über den Weg laufen, falls ihr darüber über den Weg laufen solltet, nicht wundern. Ne? Das Video ist jetzt vom 5.8.2024. Gut, das Ganze kombinieren wir jetzt mit Gale. Gale ist ein Statuseffekt. Ja, so etwas wie einen Burning Stack oder so etwas wie ein Thundercloud Stack und Poison Stack. Nur, es ist halt keine Schwächung. Offiziell ist Gale keine Schwächung. Gale, ich werde das mal ganz kurz hier mich mal rüberschieben, das ist ja echt super nervig. Haben wir hier folgenden Effekt. Pro Hit geben wir durch diese Erweiterung auf unserem Barrage pro Hit geben wir den Monstern, die um uns herum umgezingelt sind, einen Stack von Gale. Gale hält dann auch 6 Sekunden an, es sei denn, wir erneuern den Stack und dann hält er halt wieder 6 Sekunden an. Und wenn wir 10 Stacks von Gale gesammelt haben, explodiert dieses Monster, beziehungsweise der Effekt explodiert auf diesem Monster und der Effekt spritzt alle an. Ja? Das ist ein AOE. AOE, der 150% Damage plus 30 Damage zu allen Gegnern in der Nähe von 3 Metern macht. Wenn wir also mehrere Gegner haben, die wir mit so Gale voll stacken und die dann alle abspritzen gleichzeitig, ganz genau, gibt es eine Massenexplosion, eine Kettenexplosion, eine Kettenreaktion. Ne, ich lieb's. Geiler Skill. Wir können Gale-Stacks auch noch mit anderen Skills kombinieren und mehr Gale-Stacks holen. Zum Beispiel durch Recoil-Shot gibt es auch den Zusatzeffekt Gale. Durch Quickfire gibt es auch nochmal Gale. Aber hauptsächlich nutzen wir Gale von Barrage. Barrage ist der wichtigste Skill. Nun, das ganze System, ne, basiert aber nicht nur auf Barrage, sondern eigentlich ist diese Skillung von Cooldown Reduction abhängig. Und zwar, das ist dieser Skill hier. Das ist eine passive. Rechts sind die passiven, links die aktiven und ganz links sind hier die defensiven, die Blocks, okay? Die passive Opportunist ist die wichtigste passive in diesem ganzen Bild. Was macht, kurz gesagt, Opportunist? Je höher ihr diesen Skill auch levelt, desto mehr habt ihr davon. Und zwar, für jede Schwächung, die ihr auf irgendeinen Gegner raufsetzt, bekommt ihr maximal pro Sekunde 10-mal den Effekt von Opportunist raufgespielt. Und der Effekt von Opportunist ist, dass ihr Cooldown Reduction zurückbekommt. Okay? Also, dass ihr Cooldown Reduction bekommt. Also, dass ihr Cooldown zurückbekommt. Die Cooldown geht schneller runter. Der Skill ist schneller wieder verfügbar. Das macht Opportunist. Und deswegen möchten wir so viel schwächen wie nur möglich. Wenn wir uns jetzt aber Barrage nochmal angucken, Barrage selber gibt uns keine Schwächung. Ich habe ja gesagt, Gale ist keine Schwächung. Gale ist ein Zusatzeffekt, aber keine Schwächung. Wie kriegen wir also unsere Schwächung hier überhaupt in dieses Bild hinein, damit Barrage so maximal stark wird? Ganz genau, durch Mother Nature. Mother Nature ist ursprünglich ein Skill, den man aktiviert und für 6 Sekunden schießt man ein zweites Projektil, das nur 24% Damage macht. Also ziemlich wenig. Aber man kann durch diese neue Spezialisierung einen Effekt draufpacken, ein Element, wie zum Beispiel Flamme oder Blitze oder Frost oder wenn man auch will, nochmal Gale. Aber Leute,
Opportunist, die Passive funktioniert nur mit Schwächungen. Gale ist halt ein Fake. Das ist ein Imposter. Among Us. Amogus. Dementsprechend nehmen wir hier Frost Arrow. Jetzt fragen sich der ein oder andere, hey, ich spiele auch Armbrust, Dolch. Wacka, sag mal, wieso nimmst du da Frost? Wir alle nehmen Lightning. Ich habe oft gelesen, dass die Leute Lightning nehmen. Ich habe mich auch ein bisschen gestritten mit ein paar Zuschauern heute. Aber wir haben das Ganze gut getestet und sind bei am Ende einem Unterschied von teilweise, je nachdem wie krass der Skill ausgeskillt war und wie krass das Gear war, sind wir auf einen Unterschied von 15, 20 Sekunden Cooldown gekommen. Und jetzt schaut mal her, Barrage hat 1 Minute 7 Sekunden. Und wenn du dann am Ende nur durch Frost Arrow 20 Sekunden dann nochmal zurückbekommst, nur durch den Skill Barrage, Digga, da brauchen wir nicht drüber reden. Diggi, moin moin, Hummel Hummel, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden, dann nimm mal Frost Arrow. Und das Geile ist, Leute, Frost Arrow ist jetzt nicht mehr ein aktivierbarer Self-Buff für 6 Sekunden, sondern das wird, sobald man eine Elementstufe hier auswählt, bei Mother of Nature, bei Mother Nature, ist es einfach ein Toggle. Aktivieren, anlassen, verlierst kein Mana. Nur wenn du hittest. Wenn du einen Gegner erfolgreich hittest, verlierst du Mana. Das ist der einzige Nachteil. Du verlierst am Anfang 16 Mana und irgendwann verlierst du dann 22, 23, 24 Mana. Je nachdem, wie hoch der Skill geskillt ist, ne, machst du auch ein bisschen mehr Schaden, aber ne, oder hast eine höhere Chance, dass ein Weakening raufkommt. Aber wenn man hier mal genau hinschaut, bei Mother Nature steht jetzt hier unten auf Level 1 grün, Basis, Frostchance von 30%. Und das ist der höchste Weakening-Chance. Die höchste Weakening-Chance. Denn die Alternative wäre Flame Arrow. Flame Arrow hat aber 15%, also halb so viel. Wir wollen so viel Weakenings haben wie nur möglich, denn durch Opportunist bekommen wir durch jeden Weakening, den wir auf einen Gegner raufsetzen, also durch jede Schwächung, Cooldown zurück. Und das macht dieses Bild auch so wunderschön. Wir werden Piano spielen, wir werden Beethoven, wir werden Mozart, wir werden Johann Sebastian Bach und spielen Kanon D-Dur. Okay? Es wird geisteskrank, Leute. Wir werden so spielen, okay? Holt euch schon mal die zweite Tastatur ab. Wenn ihr Mother Nature auf Level 5 lila geskillt habt, habt ihr eine Base-Chance von 65% Frost- oder Movement-Speed-Weakening raufzusetzen. Darum geht es nämlich eigentlich, dass man den Gegner damit slowt. Und wenn man dann noch eine Passive, wie zum Beispiel Corrupt Nail dazu nimmt, die auf grün Level 1, 107 die Weakening-Chance erhöht und bei lila Level 5 um 205 erhöht, und wenn man dann noch auf dem Gear vielleicht die ein oder anderen Weakening Chance hat, was man aber auch gar nicht mehr braucht, die Passive reicht dicke, dann ist es eigentlich schon so, dass ihr zu 100% immer ein Weakening raufsetzt. Die Rechnung ist bei Weakening Chance folgendermaßen, also ihr habt erstmal diese Base Chance von 65% auf Mother Nature, und wenn ihr dann noch Weakening Chance darauf packt, dann könnt ihr euch mal das Ganze hier durchlesen. Das zeige ich euch gerne, da muss ich aber wieder die scheiß Kamera hier wieder runtersetzen. Dann sehen wir hier oben Weakening Chance. Für Weakening Chance gibt es einen Kontrahenten, nämlich Weakening Resistance. Ja? Und für jede 10 Einheiten Differenz zwischen deiner Weakening Chance und des gegnerischen Weakening Resistance kriegst du 4% dazu. Das Ganze hat aber Diminishing Returns, also das heißt, also je höher du gehst, desto weniger als 4% bekommst du. Irgendwann wird das weniger. So, 204, also wenn wir 205 nehmen, dann sind das halt 20,5-fach mehr. Also wie oft passt die 10 in die 200? Ganz genau, 20 Mal. Also 20 mal 4%. Wie gesagt, das nimmt irgendwann ab. Sagen wir 20 mal 30, 3%. Sind 60% nochmal on top. Also du wirst halt fast immer frosten. Du wirst halt immer diesen Weakening-Chance hitten. Und deswegen macht halt auch vielleicht Burning Damage ganz ist vielleicht Burning Damage auch interessant. Aber auf jeden Fall, was nicht interessant ist, ist Lightning. Zumindest wenn es darum geht, dass man im PvE AOE grinden möchte. Denn man möchte möglichst schnell alle Cooldowns zurückhaben. Man möchte agil sein. Ja? Beim Boss, wenn man bei einem Boss ist, kann man halt auch darüber wieder streiten. Möchte man lieber die Cooldown mitnehmen, um andere Skills öfter zu benutzen. Zum Beispiel unser Bomberclutch-Skill, also hier Thundercloud Bombing. Dieser Skill wird halt komplett reinknallen im Single-Target. Und man möchte eigentlich so wenig Cooldown wie möglich haben, damit man einfach diesen Bomberclutch die ganze Zeit darauf spammen kann. Aber unter Umständen macht Lightning
in solchen Single-Target-Thematiken mehr Sinn. Vielleicht macht es auch im PvP mehr Sinn, weil man da halt sowieso nicht so oft diese Skills durchcasten kann. Könnte Sinn machen, aber wir sind ja auch gar nicht im PvP-Thematik drin und auch nicht beim Single-Target. Wir sind jetzt hier im AOE-Grinding drin und da möchten wir die Cooldowns möglichst schnell runter haben. Und Leute, das Schöne ist, sobald ihr Frost Arrow auf Mother Nature drauf habt, dann zählt das nicht nur für Barrage, euer wichtigster Skill. Alles, jeder Skill, jeder Auto-Tag fügt Weakening, Frost, Schrägstrich, Movement Slow, also Slow dazu. Und jede Weakening nimmt euch wieder die Cooldown weg. Das heißt, die Skills sind schneller wieder verfügbar. Verstanden? Ist geisteskrank. Und das Ganze stackt sich maximal nur zu 10 Mal pro Sekunde. Das ist halt wegen der Passiven von hier unserem Opportunist. Ne? Also pro Sekunde maximal 10 Mal. Und auch wenn ihr Effekte habt, wo ihr mehr als zwei Weakenings auf einmal hittet, gibt es ebenfalls Cooldown zurück. Aber das ist die Idee dahinter. Ja, wir wollen durch unser Frost hier erstmal so viel Cooldown zurück haben. Später könnte es Sinn machen, da wir vielleicht dann, wenn wir das Gear haben, sehr viel Weakening-Chance haben und sowieso mit auch weniger Base-Chancen hier immer noch gute Burning-Stacks raufbekommen können. Wäre vielleicht Burning hier auch nochmal ganz interessant, weil der Stack selber halt die Monster nochmal brennen lässt und das ist halt ein bisschen am Ende immer noch interessanter als jetzt zum Beispiel die Leute zu slowen. Aber im PvE-Grinding sollte das eigentlich auch komplett egal sein. Fokussiert euch mal auf Frost, okay? Also Frost ganz wichtig. Nun, also, was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben am Anfang unsere 7, also unsere Mother Nature, getoggelt. Das ist die 7. Ihr seht, auf meinem Billow-Bogen hat gerade sich ein Eis-Skill dicke gemacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einem Auto-Tag gebe, dann verliere ich ein bisschen Mana. Ihr seht, minus 16 Mana. Und wir kriegen noch einen Eis-Effekt dazu. Und liebe Leute, das Heftige an der ganzen Sache ist ja noch, dass dieser Toggle nicht nur eure Armbrust-Skills mit Frost umhüllt, sondern auch die Skills und Auto-Tags eurer zweiten Hand. Also der Dolche. Das heißt, diese Dolch-Skills, die werden ebenfalls Mana kosten, also pro Hit. Ne, die kosten sowieso bei der Initialisierung ein bisschen Mana. Zum Beispiel mein mein Lightning-Shot hier, der kostet normalerweise, wenn man sich das genau hier anguckt, der kostet mich 180 Mana. Plus nochmal pro Hit, das sind 6 Dolche, die ich schmeiße. Da steht zwar 5, aber die Spezialisierung erlaubt mir 6. Das heißt also nochmal 6 mal minus 16 Mana. Und die werdet ihr auch gleich sehen. Schaut mal genau hin. E. Und jetzt haben wir da mal hier. Und jetzt schaut mal hin. Für jeden getroffenen Gegner verliert mein Charakter. Guckt genau auf meinen Charakter. 16 Mana. Habt ihr es gesehen? 16, 16, 16, 16, 16, 16. Ja, genau. So. Das ist ganz wichtig, dass also auch diese Skills euch hier Weakening raufgeben auf die Monster. Und dadurch wie Cooldown und Reduction zurückbekommen. Auch sehr, sehr, sehr lecker. Starker Hase. Auf jeden Fall. Wir sind noch nicht fertig. Wir aktivieren also unsere Toggle, unsere 7 und nutzen dann Lightning Infusion, was auch immer das ist, dazu kommen wir gleich. Danach haben wir genutzt Selfless Diffusion. Selfless Diffusion ist ein Self-Buff und den schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Selfless Diffusion ist ein Skill, den wir ohne Spezialisierung nehmen. Wieso? Dieser Skill ist eigentlich ein PvP-Skill. Wenn ihr euch den durchlest, werdet ihr merken, wieso. Dieser Skill entfernt erstmal CC-Effekte. Nicht alle. Aber ihr könnt durch die neue Spezialisierung auch viele weitere CC-Effekte dazunehmen. Also es ist sowas wie ein Cleanse, ja? So Cleanse von League of Legends oder der Skill von Rengar, wenn er sich von CCs freimacht. Ganz genau, das ist der eigentliche Sinn von diesem Skill. Er gibt euch danach auch eine erhöhte Mobilität, das heißt 25% eurer mobilen Skills sind dann mobiler. Das heißt also ein Nimple-Leap gibt euch 25% mehr Range, statt dass ihr nur bis hierhin dasht, dasht ihr jetzt bis hierhin, okay? Ein Stückchen weiter. Ist aber auch egal. Das juckt uns auch nicht, denn für unseren passiven Skill, wieso wir Nimble Leap nutzen, reicht es, wenn wir einfach nur dashen. Dazu kommen wir gleich. Wir brauchen hier auch nicht die erhöhte Evasion für Magic, Melee und Ranged, sondern was wir brauchen ist ein Offhand, also Offhand Weapon Attack Chance 30% hoch für 6 Sekunden. Was heißt das? Gucken wir uns mal einmal jetzt das Thema an. Offhand Attack Chance. Und die beiden einzigen Waffen, die Offhand Attack Chance haben, sind genau die beiden hier. Armbrust
weil wir davon zwei in jeder Hand eine tragen. Und wir haben hier Dolche. Zwei in jeder Hand. Alle anderen Waffen haben das nicht. Ein Greatsword, zwei Hand. Wand ist Buch. Buch und Stab ist auch nicht. Gibt's nicht. Schwert und Schild. Schild hat eine Blockchance. Das ist was anderes als Offhand-Attack-Chance. Und Schwert ist halt raufhauen. Und Langbogen ist auch zwei Hand. Und Zweihandstab ist auch zwei Hand. So, zwei Hand, okay. Also ist halt zwei Hand. Deswegen gibt's das nicht. Deswegen gucken wir uns das mal einmal an. Was heißt Offhand-Attack-Chance? Wenn wir uns dafür mal auf die Waffe gehen, sehen wir, da ist ein Wert, der da ein bisschen durchrotiert. Offhand-Attack-Chance ist Base 20% bei Weiß. Bei Blau ist es hier 25%. Und je nachdem, was für eine Waffe ihr habt später, ob sie lila ist, blau ist, grün oder weiß ist, habt ihr eine gewisse andere Base-Chance. Ihr könnt sie auch leveln und dann haben sie vielleicht auch andere Stats. Das kann alles mal passieren. Es gibt auch noch vielleicht irgendwelche Unique-Skills, Unique-On-Hit-Effekte, die das halt nochmal begünstigen. Aber erstmal bedeutet das Folgendes. Normalerweise, wenn du mit Offense schießt, schießt du so. Piu, 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 piu. Piu. 20%, dass ihr Piu Piu bekommt. Okay? Heftig. Ne? Das heißt also, eure zweite Hand schießt mit. Das gleiche auch für Dolche. Das heißt, wenn ihr mit Dolchen rangeht, macht ihr ganz genau wie Leute nicht Piu, sondern Schlitz. 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 Habt ihr das gesehen? Schlitz. Habt ihr das gesehen? Schlitz. Ganz genau. Er macht immer Schlitz. 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 Ganz wichtig, wie Henno damals, ja, mit Darius. Also, ganz wichtig jetzt hier an der Stelle, wieso wollen wir Selfless Diffusion mitnehmen? Und das Ganze, Leute, erhöht sich. 30% höhere Chance, dass ihr halt Schlitz macht. Für 6 Sekunden. Das Ganze auf lila Level 5 hat eine sage und schreibe 100%ige Chance. Das heißt, sobald ihr das Ding reindrückt, macht ihr wie, Leute? Ich weiß, ihr wollt es nicht hören. Ich weiß, das triggert auch bestimmt den einen oder anderen, aber ich bin Autist, ich muss es machen. Ganz genau, Leute. Für 6 Sekunden machen wir Schlitz, 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 oder Piu, 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 Piu. Piu, 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 Piu. 6 Sekunden lang. So sieht's aus. Ja? Also, wenn ich dafür jetzt nicht schon ein Like auf dieses Video bekomme, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ne? Gut. Deswegen nutzen wir Selfless Diffusion vorher. Und zwar, bevor wir mit Barrage loslegen. Wieso? Weil Barrage hat nämlich nun auch noch einen Nebeneffekt. Barrage hat erstmal 16 Times, ne, 16 Stacks, okay, mit unseren Armbrüsten. Aber wenn wir die Offhand-Attack-Chance erhöhen, je nachdem wie groß diese Chance ist, bekommen wir dann nochmal zwischen 16 und 24, okay? Das heißt, wir haben also 16 bis 24 Hits. Das heißt, wenn wir eine 100%ige Chance haben, mit der Offhand immer zu hitten, haben wir also die Barrage-Dauer entlang, die hat 3 Sekunden. Barrage, dieser Skill, dauert 3 Sekunden. Und wenn wir den Skill vorher aktivieren für 6 Sekunden, haben wir halt die 3 Sekunden meilenweit drin. Ja, haben wir dann statt 16, 24 Hits each pro Hand. Okay, und deswegen kriege ich FPS-Drops mit einer 40-90. Allah hat messen. Allah hat messen Amazon Games. Allah hat messen NC Soft. Ich bin doch. Also das Ganze sieht dann so aus. Ich hab FPS-Drops, Lan. Olum, Allah hat messen. Ich hab 40-90 da drin, ja? Nächste, scheiß drauf. Ne? Also, das heißt, Barrage profitiert von unserem Diffusion-Skill extrem, weil wir dadurch mehr Hits haben. Ich meine, ja, unser PC kackt ab, aber wen juckt's? Mehr Damage. Mehr Damage, größerer virtueller Penis. Und deswegen wollen wir halt Selfless Diffusion vorher aktivieren, ja? Und natürlich den Leveln, damit wir schön auf die 100% kommen am Ende, ja? Das ist also nochmal ein vorheriger Skill, den wir unbedingt nutzen wollen. Das Ganze wird jetzt nochmal harmonisiert mit einer weiteren Passiven, und zwar Ambidexterity. Ja, Ambidexterity macht Folgendes: Offhand Weapon Max Damage 12, das heißt, der Maximalwert der Offhand steigt um 12. Wenn wir übrigens im Throne of Liberty kritten wir immer mit Max Damage. Also der Max Damage Stat, wenn ihr auf P drückt, das was hier steht, ne, da steht ja 15 bis 108. 108 ist Max Damage, das heißt, wenn wir kritten, ist unser Crit 108. Also er rechnet mit dem Wert 108. Dann kommen natürlich prozentuale Werte noch drauf und dann ist das irgendein Wert, aber das ist dann unser Crit, okay? Also nicht wie in anderen Spielen mal 2,5 oder mal 2 oder mal 1,5. Nein, das ist einfach nur
Max Damage, okay? Nun, dadurch steigt also unser Max Damage für die Offhand und gleichzeitig kriegt unsere Offhand eine kritische Chance, also Critical Hit bedeutet kritische Trefferchance von 90. Ja, also nochmal 90 Einheiten mehr. Das kann man auch nochmal in Prozente umrechnen, aber erstmal erhöhte kritische Trefferchance klingt geil. Und diese Offhand Max Damage Chance, oder beziehungsweise der Wert, da seht ihr, ist auf Level 1, 12. Bei Max Level ist dann irgendwie so 35 oder 30, irgendwie sowas, also was Hohes, okay? Und das harmoniert dann natürlich nochmal extrem zusammen mit Diffusion und Barrage. Deswegen nehmen wir hier Ambi Dexterity mit rein. Nun, ihr habt gesehen, nachdem ich jetzt meinen Toggle aktiviert habe, nachdem ich das hier aktiviert habe, dazu kommen wir später, wenn wir die Armbrust-Skills durch haben, nachdem wir also Selfless Diffusion aktiviert haben, was uns quasi mehr Hits gibt auf unsere Barrage, weil wir jetzt mit beiden Händen, weil wir Piu 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 machen, weil wir Schlitz machen, habe ich Folgendes gemacht, und zwar, ich bin gedashed mit Nimple Leap. In diesem Bild, Leute, gibt es mehrere Dashes, die ihr mitnehmen könnt. Nimple Leap ist der einfachste und meiner Meinung nach der schönste Dash, aber es gibt noch andere Varianten. Nimple Leap ist per Natur eigentlich nur einmal nutzbar. Dank der Spezialisierung können wir ihn zweimal nutzen. Hm? Der hat zwei Aufladungen. Das seht ihr hier ganz klein in lila. Zwei Aufladungen. Ich benutze ihn einmal und wenn ich halt in eine Richtung-Taste drücke und dabei diese Maustaste nochmal, dann dasht er auch in die Richtung. Okay? Deswegen habe ich ihn auf meine Maustaste gelegt, weil wenn der auf eine Zahl wäre, auf eine 3, dann wie soll ich W und 3 drücken? Wie soll ich D und 3 drücken? Ich breche mir meine Finger. Also, ne, er lädt sich auf, jetzt habe ich wieder eine Aufladung und dann später noch eine zweite. Wieso wollen wir, bevor wir mit Barrage anfangen, dashen? So, folgendes. Den zweiten können wir erstmal ignorieren, darum geht es gar nicht. Wenn wir jetzt hier dashen, haben wir nämlich folgendes, und zwar Nature's Power. Nature's Power ist eine Passive, die uns, wenn wir dashen, Bonus-Damage geben. Und zwar Bonus-Damage und noch on top Skill-Damage-Boost. Skill-Damage-Boost ist fix 19, aber Bonus-Damage steigt dann auf Level lila 5 auf über 20, fast 30. Und das Ganze für 3 Sekunden. Barrage hält genau 3 Sekunden. Deswegen wollen wir vorher dashen, bevor wir Barrage nutzen. So, was ist jetzt aber am Ende? Also Skill Damage Boost ist fix, die 19 ist fix, die nehmen wir mit. Einmal Bonus Damage auf Skill ist lecker. Da gibt es eine Formel, die das genau berechnet, was es ist. Aber gucken wir uns mal bitte jetzt einmal ganz kurz gemeinsam Bonus Damage an. Das ist mathematisch nämlich sehr, sehr wertvoll, Leute. Und da geht es jetzt um Relationen. Wenn wir Single Target spielen, dann nehmen wir solche Skills wie Weak Point Shot mit. Ist sowas wie eine Shotgun, okay? Du schießt den einfach komplett kaputt, komplett ein Loch in die Fresse, okay? Aber dieser Skill macht jetzt vielleicht 2000 Schaden, beispielsweise. Kann mehr sein, kann weniger sein. Kommt auf euer Gear an, kommt auf den Skill-Level an, auf das Skill-Level. Wenn wir jetzt hier mit unserem Nature's Power jetzt bei Level 1, das ist 12, bei Level 3, bei Level 5 lila ist es dann irgendwie 30. Sagen wir mal, es ist 30. Ich habe den Wert nicht mehr im Kopf, weil ich das mir vorhin nur bei Tolga angeguckt hatte. Und er hatte die Skills schon alle geskillt und ich halt nicht. Ich habe meine Ressourcen für den Tank aufgebraucht, deswegen sind meine Skills alle auf Level 1. Also wenn wir jetzt mal hier auf die 2000 den Bonus Damage raufpacken. Was denkt ihr? Wie viel Damage kommt dazu? Ganz genau. 1:1. Nach der Damage-Kalkulation, ganz am Ende, wird Bonus Damage auf die Zahlen raufgepackt. Das heißt hier plus 30. Fertig. Das heißt, euer Skill, der 2000 Shotgun in die Fresse macht, schießt noch ein bisschen Spucke mit hinterher. So, Joker. Ne, wenn wir das durch 2000 teilen, dann ist das ein Damage Increase von 1,5%. 1,5%. Ich meine, ja, warum nicht? Ne, also ihr habt hier 1,015. Wenn das mal 100 nehmt, dann habt ihr die prozentuale Änderung. Also die, ne, über 100%. Also in dem Fall 1,5%. Ne? Also rechnet ihr hier nochmal minus 100, dann habt ihr 1,5%. Okay? Wenn wir aber jetzt so einen Skill angucken wie Barrage, also der Skill hat hier erstmal 500% auf Base Damage plus 135, dann noch BAM, dann noch hier, BOOM, BOOM, Skill Damage Boost, BOOM, 2000 in die Fresse und der ist kaputt, okay? Aber wenn wir uns das Ganze einmal anders angucken, Digga, ich habe auf Minus gedrückt, das ist mein Shortcut für Music. Wenn wir uns das Ganze anders angucken, und zwar sowas wie Barrage, dann haben wir hier 19% auf Base Damage auf 24 Hits each Hand. Also auf 2, 48, mit 19%, Leute. Weißt du, wie das dann aussieht? Ihr habt dann vielleicht so einen Skill von 98, 90. Wenn ihr ganz viel Gear habt, ich habe grünes Gear, ich habe weiße Waffe plus 0 mit grünen Skills. Vielleicht macht ihr dann irgendwie sowas wie 300 pro Hit, okay?
48 Mal. Wie mein Arsch, nachdem ich Bohnen gefressen habe, Digga. Wenn ihr dann darauf 30%, 30 Bonus-Damage draufpackt, each Skill, each Hit, dann sind das 330. 330 durch 300 sind 1,1. 1,1 mal 100, minus 100, diesmal klingt mir hier auf 100, das sind 10%. Das sind einfach 10% Damage, die dazukommen. Das bedeutet, unser Nature's Power ist vor allem für so viele Hits, die wenig Schaden machen, verhältnismäßig viel wertvoller als für einzelne Skills, die sehr viel Schaden machen, aber nicht viele Hits haben. Okay? Das sollten wir insbesondere beachten, wenn wir dann nochmal das Ganze angehen für einen Single-Target-Build, ja, auf dem Armbrust-Dolch-Build oder mit welcher Nebenhand auch immer, ob es jetzt ein Dolch ist oder was auch immer, da könnte man auch eventuell darüber nachdenken, diesen Skill wegzulassen, wenn man halt eher Single-lastig geht und wenig viele Hit-Skills hat, die wenig Schaden machen, damit das so richtig reinknallt, prozentual. Okay, also ganz wichtig, Nature's Power nehmen wir mit, weil wir schön diese ganzen kleinen Multi-Hits haben. Und das Ganze passiert halt immer dann, wenn wir dashen. Deswegen dashen wir, bevor wir unser Barrage aktivieren. Der Dash von Nimble Leap hat sonst auch noch andere schöne Fähigkeiten, wie zum Beispiel, dass wir für 0,5 Sekunden, das ist halt fast nichts, aber es geht halt um den Dash-Effekt für unsere Passive, aber trotzdem, nichtsdestotrotz haben wir dabei und die Cooldown von dem Skill sinkt und der Crit-Schaden steigt für die 0,5 Sekunden. 0,5 Sekunden lang haben wir nach dem Dash 20% mehr Attack-Speed, 20% mehr Reichweite und 6% am Anfang mehr kritischen Trefferschaden und dann steigt das natürlich, also das heißt, wenn ihr den Skill auf Level 5 lila habt, sind das irgendwie zu 20% oder sowas, okay? Gut, also, deswegen Selfless Diffusion into Dash into Barrage. Jetzt haben wir, nachdem wir Barrage aktiviert haben, das hier aktiviert, dann erneut Dash gemacht, dann haben wir weitere AOE-Skills genutzt von dem Dolch und ganz zum Schluss Multishot. Das haben wir deshalb so in der, habe ich deshalb so in der Reihenfolge gewählt, weil Multishot eine relativ kurze Cooldown hat und alle anderen Skills eine relativ lange Cooldown haben. 26,7 Sekunden. Barrage hat sowieso 1 Minute 7. Dann haben wir hier nochmal 16 Sekunden auf Lightning Throw und deswegen, wir wollen natürlich Skills, die eine hohe Cooldown haben, möglichst früh nutzen, damit wir durch unsere Frost Mother Nature die Cooldowns wieder abbauen können. Und Skills, die nicht so viel Cooldown haben, können wir weiter nach hinten schieben, damit die sowieso auch natürlich abgehen. Okay? Wenn wir jetzt noch uns einmal dann den Dolch angucken, dann versteht ihr, wieso das Ganze jetzt so krass harmoniert. Also, wir haben uns eigentlich jetzt so fast jeden Skill angeguckt. Ich gehe nochmal kurz über die Passive. Ich zeige euch mal die Passive. Wir haben hier bei der Passiven einmal unser Mobility-Skill, Nature's Power, habe ich erklärt. Wir haben hier Piercing Strike, habe ich nicht erklärt, aber ist ziemlich banal. Bonus Damage increases by 6. Das Ganze steigt auch mit jedem weiteren Level. Also irgendwann auf Epic Level 5 haben wir dann sowas wie 15 Bonus Damage nochmal. Das ist natürlich super für ein AOE-PvE-Build. Und dann haben wir hier unser Opportunist, was uns die Cooldown zurückholt. Wir haben Corrupt Nail, was uns mehr Weaken-Schwächungschancen gibt auf unsere Skills, auf unser Frost, aber auch auf andere Dinge. Und wir haben unser Ambi-Dexterity für die Offense-Geschichte. Damit haben wir den Armbrust-Part eigentlich so gut wie ja, abgedeckt und schauen uns jetzt einmal den Dolch an. Bei dem Dolch haben wir insgesamt ein Skill, 2, 3, 4 und 5. Der wichtigste Skill, Lightning Infusion. Sicherlich fragt sich der ein oder andere jetzt gerade, ey, diesen Skill gab es in der Open Beta nicht. Den gab es auch nicht, denn der wurde durch diese Skill-Spezialisierung abgeändert. Vorher hieß unser Lightning Infusion Skill nicht Lightning Infusion, sondern, Achtung, ich nehme mal den Skill weg, Inject Venom. Das ist nämlich unser Gift-Skill gewesen. Dieser Gift-Skill hat vorher so funktioniert, ihr habt ihn aktiviert und habt dann einfach euch befähigt, 9 Sekunden lang, mit egal was ihr angreift, Auto-Tags, Skills, scheißegal, ihr habt immer 6 Sekunden lang Gift als Schwächung raufgelegt. Okay, ich aktiviere meine 1, also meine Venom, meine Inject Venom und habe automatisch für 9 Sekunden lang mit Auto-Tags und Skills Giftschaden. Giftschaden, der 6 Sekunden lang hält. Was macht Giftschaden? Giftschaden reduziert erstmal als Schwächung die HP-Regeneration des Ziels und sie gibt euch Schaden über Zeit. Hat so Gift an sich, ne? Man ist ein langsamer Tod.
Ich kenne mich damit nicht aus, aber ist ein langsamer Tod. Kennt man aus anderen Spielen. Bedeutet also, erstmal gut, wenn wir 9 Sekunden lang die Fähigkeit bekommen, 6 Sekunden lang Schwächungen verteilen zu können. Also für 6 Sekunden lang diese Schwächung verteilen zu können. Aber noch viel heftiger skaliert das Ganze mit dem Lightning-Effekt, mit dem Thundercloud, mit der Schwächung namens Thundercloud. Thundercloud hat auch 9 Sekunden mit 6 Sekunden. Also für 9 Sekunden lang gibt dir 6 Sekunden lang den Statuseffekt Thundercloud. Thundercloud ist ein Statuseffekt, der den Gegnern die Verteidigung entzieht. Und zwar für magischen Angriff, für ja, Fernkampf und für Nahkampf. Das Ganze stackt sich hier 20 Mal, auch Gift stackt sich hier 20 Mal, aber dadurch, dass das halt insgesamt mit dem Rest des Skills besser harmoniert, weil hier alles Thunder ist und wir dadurch diesen Effekt auch länger aufrechterhalten können, nehmen wir hier lieber Thunder. Gift lässt sich nämlich nicht so lange und so gut stacken wie Thunder, okay? Also, wir nehmen Thunder auf diesem Skill deshalb, weil es erstmal die Defensive runternimmt. Ne? 20 mal stackt das mal 6. Also das heißt, wir haben insgesamt am Ende minus 120 Ranged Melee Magic Endurance. Ist lecker. Vor allem, wenn wir dann auch noch in Gruppe AOE grinden und haben noch andere Kollegen, andere magische Kollegen oder Melee-Kollegen, die profitieren auch davon. Und das Ganze ist auch nochmal schön, wenn wir hier die anderen Skills nutzen können, um diesen Skill, um diesen Stack aufrechterhalten zu können. Das Ganze wird erst dann auch vor allem interessant, wenn ihr euch den Single-Target-Build nochmal anguckt für Armbrust und Dolch. Und das wird natürlich in diesem Video jetzt nicht behandelt, weil das Ganze den Rahmen sowieso sprengen würde, aber ich denke, ich werde das nochmal in einem separaten Video behandeln. Also lasst gerne ein Like und ein Follow in diesem Video, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr das Video auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ihr euch dann mal Brutal Incision anguckt, Brutal Incision kennt ihr aus der Open Beta. Thunderclouds Bombing kennt ihr nicht aus der Beta, denn das ist ja erst mit der Skill-Spezialisierung gekommen und den nennen wir übrigens neuerdings Bomberglatt. Dieser Skill schießt euch wirklich in die Fresse. Das ist wirklich der brutalste Skill, den es überhaupt gibt, wahrscheinlich in allen, also wahrscheinlich gibt es keinen, der so krass stackt. Ich glaube, das ist halt geisteskrank. Was passiert bei diesem Stack, was passiert mit diesem Skill? Wenn ihr 20 Stacks von Thundercloud angewandt habt, ne, das Monster, der Boss hat 20 Stacks von Thundercloud. Ihr habt Brutal Incision mit Thunderclouds Bombing, also Bomberglatt, geskillt. Dann wird der Schaden erhöht um 100% pro Thundercloud Stack. If the target is affected by weakened Thunderclouds, they receive 36% plus 7 additional damage and the damage is boosted by 100% per Stack. Der Damage ist da oben, die jetzt 180% auf the Base Damage. Das heißt also, der Bonus Damage, der darauf kommt, bei 20 Stacks sind 20 mal 100%. Noch dazu kommt, Critical Damage increases by 20%. Auch der Crit, wenn das nochmal crittet, Leute, ne, da bleibt nichts mehr. Der schießt dem einfach ein zweites Loch in den Arsch. Das ist ein geisteskranker Stack, geisteskranker Skill und das ist halt natürlich dann nochmal ganz interessant bei Single Target. Und deswegen ist dieses Thunder Lightning viel interessanter als Poison, aber das liegt auch daran, dass wir Poison nicht so gut aufrechterhalten können, diesen Stack. Diese Stacks verlieren wir natürlich auch, wenn wir diesen Skill nutzen, so wie ich das jetzt hier mitbekommen habe, auch wenn es nirgendwo steht. Ich denke mal, das werden sie nochmal hinzufügen, aber das ist erstmal Thema für ein Single Target PvE Guide für Armbrust Dolch. Okay? Heide, wir machen weiter. Nun kann man diesen Lightning Infusion aufrechterhalten. Es gibt eine Downtime. Rechnen wir mal ganz kurz diese Downtime aus. Ich habe jetzt relativ viele Punkte in Wisdom und Wisdom erhöht meine Cooldown Reduction. Dementsprechend habe ich hier auf diesem Skill 16 Sekunden. Auch wenn ich diesen Skill von grün Level 1 auf lila Level 5 pushe, kriege ich keine Reduzierung der Cooldown. Ich kann aber durch die Spezialisierung hier die 3 Sekunden durch Cooldown hier nehmen. Kostet mich 5 Punkte. Das heißt, das wären nur noch 13 Sekunden. Ich könnte auch die Effektdauer erhöhen von 2 Sekunden. Das heißt, statt 6 Sekunden Thunderclouds Stacking habe ich 8 Sekunden. Und wenn wir das Ganze mal jetzt gegenrechnen, wenn wir beides mitnehmen, hätten wir hier 8 Sekunden. Das heißt, wenn ich bei der 9. Sekunde, weil 9 Sekunden lang habe ich diese Bemächtigung, diese Fähigkeit, dass ich Thunderclouds mit allem, was ich mache, vergeben kann. Okay? Wenn ich aber jetzt hier bei der 9. Sekunde für 8 Sekunden meinen Skill draufhaue, dann habe ich 9 plus 8 sind insgesamt 17. Und das Ganze hält 16 minus 3 Sekunden, also 13 Sekunden. Das heißt 100% Uptime. Aber wieso euch diese Punkte sparen könnt, erkläre ich euch jetzt. Und zwar liegt es folgendermaßen. Wir haben, wenn wir nichts hier rein investieren, einfach nur bei der 9. Sekunde, egal ob es ein Auto-Tech oder ein Skill ist, 6 Sekunden Thundercloud
was nochmal als Stack draufkommt. Das heißt also, von der 9. Sekunde bis plus 6 Sekunden sind 15 Sekunden. Cooldown ist hier aber 16. Wir haben ja natürlich noch gar keinen Cooldown Reduction durch Gear. Und das sind natürlich Stats, die man auch vielleicht mitnehmen könnte. Und dadurch wird dann der Skill auch vielleicht ungefähr die gleiche Uptime haben, wie unser, also der Cooldown ist gleich wie, der, wie die Uptime. Aber durch andere Skills, wie zum Beispiel Cleaving Moonlight, können wir hier ebenfalls Thundercloud als Stack draufpacken. Den Skill will ich aber gar nicht im Bild überhaupt dabei haben. Shadow Strike würde uns ebenfalls hier diesen Thundercloud Stack dazu geben. Aber wir haben ja auch Frenzied Sword Dance, den wir auf jeden Fall in diesem Bild haben. Nämlich, falls die Monster überleben sollten, dann wollen wir natürlich diese Stacks aufrechterhalten und natürlich nochmal durchschließen. Und dafür nehmen wir dann den Master Yi Skill und der gibt ebenfalls nochmal einen Stack Thundercloud. Okay? Decreasing Melee, das gleiche, die gleiche Prozedere, also genau 1 zu 1 gleich. Also das heißt, damit könnt ihr ebenfalls diesen Stack erweitern, falls es denn überhaupt notwendig ist. Denn ich habe ja gesagt, nach Barrage ist wahrscheinlich sowieso alles tot, zappenduster. Aber wenn man das halt nochmal erweitern möchte, kann man das damit machen. Und deswegen braucht ihr auch nicht unbedingt diese Punkte hier rein investieren. Denn wenn wir dann bei der 13. Sekunde, also wir haben 9. Sekunde noch ein Skill gemacht, das heißt, dann laufen die 6 Sekunden los. Wir sind bei der 13., 14. Sekunde, 13. Sekunde, nutzen jetzt Frenzied Sword, haben dann nochmal neue 6 Sekunden drauf, das heißt, das Ganze geht dann bis 19 Sekunden und wir müssen halt irgendwann innerhalb dieser Zeit nochmal auf Lightning Infusion klicken. Auch Lightning Infusion ist reusbar, also nochmal reaktivierbar. Wenn wir bei 9 Sekunden nochmal das Ganze reaktivieren, dann gibt es nochmal so einen Schlitz, aber ist unnötig, braucht man nicht. Jeder Auto-Tag, jeder Skill gibt euch sowieso diesen Stack und dementsprechend müsst ihr das nicht nochmal reaktivieren. Okay, das ist der wichtigste Skill und das war die Begründung, wieso ihr auf diese weiteren Bonis verzichten könnt. Und auch Mana-Kost-Reduzierung ist nicht so interessant, weil man den einfach nur einmal kurz antippt und dann auch nicht nochmal reused. Dementsprechend verbraucht man nicht so viel Mana und deswegen kann man auf die anderen Punkte komplett verzichten. Nun, wenn wir jetzt also nochmal die Combo uns angucken, wir aktivieren unser Toggle, wir aktivieren unsere 1, wir aktivieren unsere 2, wir aktivieren unser Barrage und danach aktivieren wir anschließend das hier. Was ist Stigma? Also, schauen wir uns Stigma an. Stigma ist nun ein Skill, der folgendes macht. Fatal Stigma ist erstmal per se ein Skill, der eine Markierung setzt auf einen Gegner. Innerhalb dieser Markierung kriegt das Ziel weniger Heilung. Das kriegt es sowieso im PvE fast nie. Aber wichtiger ist der Effekt, der danach entsteht. Also, der Effekt, der danach entsteht, ist 325% Base Damage erstmal, also macht Boom, und 3% Additional Damage per Stack against Targets you have applied Poison oder Thunderclouds. 20er Stack, also 3% mal 20 nochmal on top, der dazu kommt. Wir werden einen 20er Stack haben, dementsprechend ist das lecker. Das Ding ist, in diesem Skill ist das folgendermaßen gemeint, ihr aktiviert den Skill, die 3 Sekunden laufen aus und erst dann kommt der Schaden. Dementsprechend, damit wir hier mehr Schaden machen können, wollen wir natürlich den Skill aktivieren und danach dashen. Deswegen dashe ich in der Combo auch nach meiner Stigma nochmal, damit ich hier den Bonus Dash-Effekt auf Stigma habe. Das heißt also, dieser Effekt, den wir hier oben beschrieben hatten, ne, Nature Power, hält 3 Sekunden. Aber unser Stigma hält auch 3 Sekunden, bevor er Damage macht. Also wenn wir erst dashen, 3 Sekunden gehen los und dann den Skill nutzen, fangen die 3 Sekunden später an. Das heißt also, der Bonus-Damage ist innerhalb der Stigma-Range nicht mehr drin. Also deswegen aktivieren wir Stigma und dann dashen wir. Wir skillen hier außerdem noch den Executor. Der Executor ist der hier, Damage. Je nachdem, wie wenig Leben die Monster haben, umso mehr Schaden bekommen sie. Finde ich schade an der Stelle, dass sie hier keine Prozente angegeben haben. Aber ich bin Vega Main in League of Legends und ich liebe meine R. Ne? Knopf drücken, wenn der Gegner weniger als so und so Leben hat, explodiert er. Der kann nicht mehr sich retten, ne? Deswegen, der ist tot. Und ich liebe das. Und das Ganze können wir jetzt nochmal erweitern, damit es ein AOE-Skill wird, mit Area Damage. Und zwar, wenn wir das aktivieren, wird bei der Detonation ein Bereich von 3 Meter markiert. Also, und der wird dann auch mitgenommen. Also, Monster bekommt Markierung, er bekommt weniger HP für 3 Sekunden und dann, wenn die 3 Sekunden durch sind, BOOM! Wenn ihr dann noch einen 20er Stack von Thunderclouds habt, BOOM! Und das nicht nur auf ihn, sondern auch auf seine Freunde, die um ihn herumstehen. Die sind auch tot.
Das ist fatal, Stigma. Also jetzt sieht das Ganze so aus. Wir aktivieren unsere 7, unser Toggle. Wir aktivieren unsere 1, Lightning Infusion. Wir aktivieren unser Selfless Diffusion. Wir aktivieren unser Barrage. Dann nutzen wir unser Stigma. Stigma müssen wir mal ganz kurz aktivieren. Jetzt natürlich vor Barrage hätten wir dashen müssen. Ich bin aber auch schon echt ziemlich müde jetzt, aber egal. Wir machen jetzt hier also Stigma und können dann anschließend dashen und dann unseren Alpha Q von, unser Alpha Strike von Master Yi benutzen. Können dadurch unsere Stacks nochmal erneuern und erhöhen oder beibehalten. Und wenn dann nichts tot ist, wenn dann nicht alles tot ist, könnt ihr dann nochmal nachlegen mit den Lightning Throw und Multishot. Lightning Throw, was ist Lightning Throw? Geht auch ganz fix. Lightning Throw ist einfach nur nochmal ein AOE-Skill, der folgendes macht, und zwar wir werfen 5 Dolche zu Beginn und diese Dolche machen in einem Kegel vom AOE-Damage. Wenn wir das Ganze hier um Additional Hit erweitern, haben wir dann nochmal 6 Dolche, also ein mehr. Und wenn wir das Ganze mit Lightning Throw kombinieren, haben wir den Effekt, dass er am Ende innerhalb der Range von dem getroffenen Gegner nochmal ein Gegner den Schaden nochmal ebenfalls gibt. Das heißt also, wenn wir 6 Gegner hätten, würden wir 6 Gegner abwerfen und dann steht neben den 6 Gegnern noch ein Gegner, der nicht in der Range war, der nicht in dem Flugbahn war, der nicht auf der Flugbahn lag, bekommt er den gleichen Schaden wie die anderen 6. Also, beziehungsweise wie einer von den anderen 6. Okay? Wenn also 6 Gegner 100 Schaden bekommen, bekommt der 7. auch 100 Schaden. Das meine ich damit. Leute, es gibt dann noch einen Utility-Skill. Wieso habe ich den noch mit reingenommen? Wir können das Feld auch komplett weglassen, wenn ihr es nicht braucht. Camouflage Cloak. Das ist der Skill, der euch unsichtbar macht für 3,5 Sekunden, wenn ihr Level Grün 1 habt und dann seid ihr wieder da. Das Ganze lässt sich erweitern, je höher der Skill ist. Aber mit diesem Skill deaggroht ihr alle Monster von euch und ihr könnt dann erstmal eure Eier chillen und erstmal irgendwie in Entfernung gehen, sodass die Monster euch nicht mehr auf den Piss gehen. Oder ihr zum Beispiel wenig Leben habt und es ist gerade ganz brenzlig und ihr müsst leben, denn wenn ihr sterbt, ist das nicht so gut in Throne and Liberty. Aber dann könnt ihr euch damit so escape. Das ist ein kleiner Escape, okay? Damit könnt ihr euch auch mal im Notfall aus der Situation herausretten. Gucken wir uns nochmal die Passiv-Skills an zu den Dolchen. Die Dolche haben auch nämlich interessante Passive, und zwar Crit-Chance, Crit-Chance, Crit-Damage. Das war's schon. Also, das nehmen wir natürlich alles mit und das gilt auch natürlich für Arm-Brust-Skills und so weiter und so fort. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Das Ganze, wenn ich das Ganze nochmal hier einmal in der Combo zeigen muss oder zeigen sollte, gerne. Also, wir machen folgendes. Wir schießen alle Monster an. Wir schießen am besten natürlich mit Dolchen an, weil wir dadurch halt eine erhöhte Range haben. Das ist in dem Fall die Taste neben der 1. Per Default kann man sich umbinden, wie man möchte. Das heißt, wir schießen ihn an, 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 wir schießen ihn an. Wir haben 6, 7 Monster um uns herum gezingelt. Und dann geht es natürlich los. Wir aktivieren unsere 7. Die können wir auch gerne schon permanent aktivieren. Können dann anschließend unser 1 aktivieren. Unser Diffusion. Wir dashen, machen unser Barrage an, haben dann unsere 4, unser Stigma, dashen dann erneut, machen dann unser Alpha Strike durch alle Monster durch und können dann das Ganze abschließen mit einem E und einem R, was Lightning Throw und Multishot ist. Wenn am Ende immer noch etwas leben sollte oder wenn ihr halt nochmal so ein Single Target habt, hatte ich ja schon erklärt, da könnt ihr natürlich Quickfire zusammen gemeinsam nutzen mit Dash. Also, das heißt, also das ist hier so ein einzelner Mob, der lebt jetzt noch, den müsst ihr noch töten für die Quest und für den Abschluss. Dann könnt ihr halt einfach mal Quickfire nutzen, dashen, Quickfire nutzen, dashen, Quickfire nutzen. Ist eine super Kombination für einzelne Monster und dann müsst ihr halt auch nicht diese ganzen Heavy Attacks auspacken und meistens braucht man auch vielleicht nur 1-2 Hits. Meine lieben Damen und Herren, das war's. Mein Gott, habe ich mir einen Ast abgeredet. Ne? Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr genervt mit der ganzen Sache. Ich hoffe insbesondere, dass euch das Ganze geholfen hat. Ich bin absolut ein absoluter Fan von Throne and Liberty. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Diese ganzen Klassenbuilds machen mir unglaublich viel Spaß, das alles herauszufinden. Und wenn man auch noch bedenkt, dass es dann noch insgesamt 7 Waffen gibt und bald ja noch mit dem Speer sogar noch eine 8. Waffe, gibt es so gesehen 2 hoch 8 verschiedene Kombinationen, also 256 verschiedene Kombinationen, wie man hier diese ganzen Builds aufbauen kann und dann mit Haupthand Armbrust und dann nimmt man Haupthand Dolch und dann Haupt- und Nebenhand
Dolch und Nebenhand Armbrust oder man macht das Ganze mit einem Zweihandstab und dadurch entstehen so viele verschiedene Builds und es macht mir so viel Spaß, die alle zu analysieren und die zu kochen und hier in der Theorie das Ganze herumzuwerkeln. Also, wenn ihr auf ein ganz bestimmtes Bild interessiert seid, gespannt seid, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ich denke, dass viele Vorschläge in diese Richtung kommen, dann könnte ich mir vorstellen, auch mal mich da rein einzuarbeiten. Dafür ist der Korea-Server perfekt. In EU wird man aber ziemlich bestraft, wenn man seine Klasse wechselt. Lasst euch das gesagt sein. Später einmal nicht mehr so ganz wie am Anfang, aber am Anfang solltet ihr euch unbedingt klar machen, welche Klasse ihr mainen wollt und bleibt bei dieser Klasse. Schaut euch dazu die Videos genauer an und seid einfach sicher, was ihr spielen wollt. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen haben solltet, besucht gerne den Stream auf twitch.tv/wakayashi. Da könnt ihr mich gerne direkt und persönlich im Livestream fragen, auch wenn ich mal andere Spiele spiele. Ich bin auch gerne mal in der Variety unterwegs. Wenn Throne and Liberty rauskommt, natürlich dann bin ich ja Himmel und Hölle für Throne and Liberty da. Aber auch gerne unten in der Kommentarsektion lasst eure Fragen da, Leute. Ich schaue da gerne regelmäßig rein. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Follow freuen. Würde mich auch sehr motivieren, hier am Ball zu bleiben und hier diese Stundenvideos machen. Ich habe übrigens an der Stelle erstmal aufgenommen. Ich habe ein neues Programm, da steht halt virtuelle Kamera starten. Und ich dachte, ich habe auf den Aufnahme-Button geklickt, laber aber hier 34 Minuten mir einen vom Ast ab, merke dann, wieso läuft denn die Aufnahme nicht? Und merke dann, ich bin hier in der virtuellen Kamera gerade unterwegs. Keine Ahnung, Leute. Also, haltet die Ohren steif, viel Spaß in Throne of Liberty. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream.